Große Aufregung in Bayern um Hubert Aiwanger und ein angeblich aus seiner Feder stammendes Flugblatt. Ja, dem wollen wir uns heute zuwenden. Es ist Wahlkampf in Bayern und jetzt ist ein heißes Thema hochgekommen. Zunächst aber für die, die mit den bayerischen Verhältnissen nicht so vertraut sind, wer ist Hubert Aiwanger? Hubert Aiwanger ist ein deutscher Politiker der Freien Wähler. Er ist stellvertretender bayerischer Ministerpräsident sowie bayerischer Wirtschaftsminister. Er ist Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler, also der mit Abstand wichtigsten politischen Führungsfigur der Freien Wähler, die ja in Bayern doch eine erhebliche Rolle spielen, schon sehr viel länger auf regionaler Ebene, aber eben jetzt auch aktuell im Kabinett der bayerischen Landesregierung. Er hat schon vor einigen Wochen ja auch für Aufsehen gesorgt mit seinem Auftritt, sehr rustikalen Auftritt auf einer Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz. Dort hat er sich schon viel Missgunst des linken Lagers zugezogen und diese Sache geht jetzt in dieser Hinsicht weiter mit einem Flugblatt, das aus seiner Feder stammen soll. Das schauen wir uns mal zusammen an. Wir sehen hier, das Original wurde von der Süddeutschen veröffentlicht, das ist allerdings hinter der Bezahlschranke. Jetzt habe ich es hier bei News auch im Original gefunden und ich möchte das mal kurz euch vorlesen, zumindest die wichtigsten Punkte. Es ist also ein sehr sarkastisch-zynisches Flugblatt hier. Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Teilnehmerberechtigt jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält. Termin Schluss 1.1.88, das ist also 35 Jahre alt. Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. Preisverleihung der Belieger der Plätze 1 bis 1000 dieses Wettbewerbs werden noch im Laufe des Januars abgeholt. Und dann so erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Zweiter Preis, eine lebenslange Aufenthalt im Massengrab und so weiter. Also zweifelsohne ein sehr ekelhaftes Flugblatt. Die Frage ist natürlich, ob da echte neonazistische Intention hintersteht oder aber ob es sich einfach nur um die maximale Provokation handelt. Der Hintergrund ist der, dass die Süddeutsche Zeitung verlautbaren lässt, dass mehrere Personen bestätigt hätten, dass es damals in einer Schule, im Gymnasium, wo eben auch der Hubert Aiwanger zur Schule gegangen ist, er damals in einer internen Untersuchung als der Verfasser dieses Flugblattes identifiziert und auch dementsprechend bestraft worden sei. Ja, das ist jetzt natürlich der große Aufreger. Und klar ist, dass keiner in der Politik irgendeine Rolle spielen will, mit einem solchen Flugblatt auch nur annäherndsweise in Verbindung gebracht werden will. Die Frage ist jetzt, was folgt daraus, wie geht man damit um? Ist jetzt Aiwanger erledigt oder nicht? Zunächst einmal bin ich der Meinung, zum Zeitpunkt, an dem Aiwanger das verfasst haben soll, war er 17 Jahre. Das heißt, er war noch nicht volljährig und dementsprechend auch noch nicht voll strafmündig. Ich bin da in solchen Fällen immer der Meinung, dass man das dann, soll ich sagen, auch nicht vollwertig bewerten sollte und das doch dann eher als Jugendsünde klassifizieren sollte. Das habe ich auch schon im analogen Fall genauso geurteilt, damals vom linken Lager. Sarah Lee Heinrich hatte sich auch im minderjährigen Alter, also nicht im volljährigen Alter, auf Twitter in einer ziemlich schmutzigen Weise rassistisch geäußert, auf eine linke Weise, wie das dann im identitätspolitischen Lager dann als in Anführungszeichen nicht rassistisch geframed wird. Das kann ich aber so nicht akzeptieren. Für mich ist das auch rassistisch, was sie damals mit 14 eben geäußert hat. Und auch damals habe ich gesagt, das ist eine Jugendsünde und das sollte man jetzt nicht allzu schwer gewichten, auch wenn das damals weit weniger lang zurücklag als jetzt hier mit 35 Jahren im Fall dieses Flugblattes. Und ein zweiter Gedanke ist mir auch noch sehr wichtig. Selbst wenn es stimmen sollte, also Aiwanger weist das zurück, dass er das dafür verantwortlich ist, aber die SZ gibt an, dass es diverse Zeugen gäbe, Lehrer, die sozusagen bestätigen können, dass damals Aiwanger als der Autor identifiziert worden sei. Das Problem dabei, das ist doch ein sehr schwerwiegender Vorwurf,
der möglicherweise, ja, wenn es für Aiwanger schlecht ausgeht, ihm erheblich seine Karriere vermasselt und damit auch er sozusagen auch einen schweren persönlichen Schaden davon tragen könnte. Ja? Und selbst wenn also damals diese Schüler- oder Lehrerkommission zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass er der Autor ist, muss man trotzdem sagen, es genügt nicht den Kriterien einer ordentlichen juristischen oder polizeilichen Untersuchung. Ja, also auch wenn damals im pädagogischen Rahmen hier die Lehrer zu dem Ergebnis gekommen sind, Aiwanger ist der Autor, reicht das trotzdem nicht hin, ihn sozusagen zu verurteilen, weil das den Kriterien von Rechtsstaatlichkeit oder juristischen Kriterien nach meinem Dafürhalten in keiner Weise genügen kann, weil das eben zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist eine disziplinarische Maßnahme in einer Schule, das zweite ist eine polizeiliche oder juristische Untersuchung und das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Und wie gesagt, wenn jetzt hier Aiwanger durch so ein Flugblatt eben einen massiven Schaden erleiden sollte, sollte man sich auch sicher sein, dass man nicht einem Irrtum obliegt, denn damals auch die Lehrer können sich ja in ihrer Zuordnung der Täterschaft zu Aiwanger geirrt haben. Ja? So, das heißt, dieser ganze Vorwurf mit dem Flugblatt ist der Sache nach nicht so belastbar, weil es eben nicht wirklich juristisch, gerichtlich, polizeilich aufgearbeitet worden ist und wahrscheinlich auch nicht mehr aufgearbeitet werden kann, dass man daraus eigentlich nicht wirklich etwas ableiten kann. Denn es gilt nun mal bei uns der Grundsatz in dubio pro reo und daran muss man sich auch in einem, ich will mal sagen, kulturellen Sinne halten und es ist fragwürdig, ob man jetzt hier von der politischen Gegenseite maximal mit Schmutz werfen sollte, weil man damit im Grunde genommen zumindest kulturell implizit, sag ich mal, Grundsätze unterläuft, die eigentlich Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht, ob die Vorwürfe an Aiwanger abprallen oder ob er zu Fall gebracht wird. Ist auf jeden Fall auch zu sehen vor dem Hintergrund des Wahlkampfes in Bayern. Das kann man, denke ich, nicht ausklammern. Dass jetzt hier die Süddeutsche Zeitung eine Verdachtsberichterstattung startet und, wie es wohl aussieht, auch nicht unbedingt Aiwanger um eine Gegendarstellung gebeten hat. Also, soweit ich das weiß, gesteht hier der Verdacht, dass tatsächlich die Süddeutsche Zeitung sich in bedenklicher Weise oder auch vielleicht in problematischer Weise einer Verdachtsberichterstattung hier bedient hat. Und auch das gelte es jetzt zu prüfen. Ich habe ja dort im Zusammenhang mit der ganzen Rammstein-Affäre oder der Rammstein-Kontroverse genauer gesagt, doch auch die Erfahrung gemacht, dass also auch um die Leitmedien in Deutschland sehr, mitunter sehr schmutzig und parteiisch und berichten und einen wirklich üblen Kampagnenjournalismus betreiben. Ich war von Anfang an bei der Rammstein-Debatte nicht unbedingt auf der Seite von Rammstein gestanden, aber ich musste doch zum Ergebnis kommen, dass die Leitmedien, die sogenannten Qualitätsmedien, hier eine sehr, sehr einseitige Kampagnenjournalismus betrieben haben und entlastende Äußerungen beispielsweise bei Interviews von Begleiterinnen von Shelby Lynn, die es auch gibt, sowas ist praktisch überhaupt nicht berücksichtigt worden. Das heißt, man hat immer nur einseitig geschaut, was kann man finden, um Till Lindemann und Rammstein zu belasten. Und man hat eben nicht wirklich investigativ, seriös, journalistisch gearbeitet. Und am Ende des Tages kam doch nicht sehr viel rum. Auch bis jetzt gibt es in der Presse keinen einzigen Bericht einer jungen Dame bei Rammstein, wo tatsächlich von der Dame eine Strafanzeige dann gestellt wurde, was doch dann unterm Strich eine sehr dünne Faktenlage ist. Also da habe ich tatsächlich noch einmal bestätigt bekommen, wie schlecht es um den sogenannten Qualitätsjournalismus in Deutschland bestellt ist. Und wir werden jetzt auch sehen, wie es hier weitergeht. Macht hier die SZ und entsprechende Medien einfach nur Schützenhilfe für Rot-Grün beim bayerischen Wahlkampf oder geht es ihnen wirklich um Journalismus? Aber selbst dann glaube ich, aus einer so alten Geschichte nicht wirklich etwas in unserem heutigen Sinne als belastbar Geltendes abgeleitet werden kann. Ja,
Ich werde nochmal das Video verlinken zu dem Fall Sarah Lee Heinrich, falls man mir hier Einseitigkeit vorwirft. Auch damals habe ich argumentiert, dass die Jugendsünden jetzt der damals einer linken Politikerin nicht zu hoch gehängt werden sollten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich halbwegs ausgewogen bin. Bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.